Hey Leute, willkommen zurück zu Dota Underlords. Wir starten in ein neues Match und vielleicht hole ich mir diesmal eine von den größeren Allianzen. Ich bin da noch nicht so hundertprozentig sicher, aber wir schauen mal, was ich so kriege. Dann werde ich das mal wieder ein bisschen anpassen. Aber ich glaube, diesmal mache ich so einen Bogen um Ritter. Ja, gut. Weil Ritter ist so ein bisschen Easy Mode und ja, das ist eher, finde ich nicht so spannend, ganz ehrlich. Auch wenn ich jetzt hier Ranked spiele. Es muss ja nicht sein. Würde ich ja eigentlich nur noch Ritter spielen. Weil die sind im Prinzip nahezu unschlagbar, würde ich mal behaupten. So. Vielleicht läuft das ja diesmal so gut wie letztes Mal. Mal schauen, lassen wir uns mal überraschen. So von den ganzen Sachen hier. Ich bin da schon für Brosche des Märtyrers. Finde ich generell super, um mehr Mana zu bekommen. Und die wurde ja auch mal angepasst. So dass man 50% Resistenz gegen Schwächungseffekte hat. Das ist auf jeden Fall schon mal super. Hier hätten wir jetzt Razor im Angebot. Oh, dann nehmen wir mal dich und machen das mal so. Gucken wir mal. Ich hätte ja immer gern nochmal so eine 9er Allianz leichtfüßig, aber die zusammenzukriegen, das ist schon gar nicht so einfach. Mal gucken. Ich muss mir auf jeden Fall irgendwas einfallen lassen wegen der Frontline. Also, ja gut. Da ich Ritter eher nicht so spielen will, würden da noch Krieger in Frage kommen. Ui. Das ist natürlich blöd, dass ich das jetzt beides hier zur Auswahl habe. Ah, ich nehme mal hier Verlegenheit des Reichtums. Schmuggler ist zwar auch super, aber vielleicht bekommen wir das später nochmal zur Auswahl. Ja, und was euch hier jetzt so angeht, ich hole mir mal hier einen Ogre-Magier, der kann vielleicht mal ein bisschen hier was tanken, der hält auch ein bisschen mehr aus, ja, auf jeden Fall. Gut, mal gucken, das ist zwar ein bisschen Wirrwarr hier jetzt gerade, aber okay, also auf Magier will ich nicht gehen, nein, diesmal nicht, vielleicht irgendwann mal wieder, aber jetzt eigentlich eher nicht, es sei denn, ich habe ein bisschen Glück mit den Helden zum Aufleveln. Da kann ich halt jetzt an der Stelle noch nicht allzu viel zu sagen. Weil ich weiß ja nicht, was kommen wird. So. Der ist natürlich auch alles gar nicht mal so blöd. Ich nehme mal, ja komm, ich nehme mal in Ungnade gefallen. Die anderen Sachen gefallen mir da eher nicht so. Ha. Huh. Da hätten wir einen Prophet. Da haben wir einen Hexenmeister. Dann kann ich dich doch da mal mit reinwerfen. Dann machen wir das nämlich so. Und was die anderen hier angeht, lassen wir das erstmal so. Ja gut, du hast jetzt nicht so viele Lebenspunkte. Aber jetzt am Anfang ist das auch noch nicht so wichtig. Und wenn wir verlieren, können wir einmal kostenlos rerollen. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Das war zu erwarten. Ich würde echt gern leichtfüßig mal auf 9er Allianz bringen. Aber das ist ein langer Weg bis dahin. Und wenn man halt andere bekommt, also welche Helden aus einer anderen Allianz und man kann die aufleveln, dann sollte man wohl eher die nehmen. Gut, und wenn ich hier jetzt auch schon in Ungnade fallen habe, dann sind Menschen auch gar nicht so verkehrt. Hm, müssen wir mal schauen. Aber ich will das jetzt auch nicht übers Knie brechen. Da haben wir einen Venomant. Da haben wir eine Lina. Okay. Machen wir das mal so. Und packen dich dann wieder damit rein. Luna haben wir hier noch. Da hätten wir noch einen Lina, aber die ist jetzt nicht... Ja, komm, ich nehme hier mal Stoßzahn mit. Ogre-Magier schön und gut, aber generell so als Tank hält er jetzt auch nicht unbedingt so viel aus. Das ist jetzt bis hier noch alles sehr konfus.
Auf der anderen Seite jetzt wieder Luna mit reinnehmen. Mal gucken. Venomant lasse ich jetzt einfach drin, weil er schon zwei Sterne hat. Von daher, gut, vielleicht sollte ich den auch mal nach hinten packen. Und das Item bekommt dann von mir aus Razor. Wobei, der hält jetzt auch nicht so viel aus. Da hätten wir einen Omni-Ritter und einen Chaos-Ritter. Also, ja, ne? Anti-Mage. Oh, ja, komm. Nee, das machen wir dann anders. Dann mache ich das so. Pack dich da mit rein. Dich packen wir da noch mit rein. Und dich packen wir da gleich noch mit rein. Ja, das ist alles ganz schön Mumpitz. Also ihn werde ich hier schon verkaufen. Sie werde ich auch schon verkaufen. Den werde ich auch schon verkaufen. Und hier die Ritter und leichtfüßig behalte ich erstmal. Der Stoßzahn fällt da jetzt auch nicht unbedingt so rein. Ha, wie machen wir das denn jetzt? Ich würde dann schon mal sagen, ich nehme dich damit raus. Und das hier bekommt dann... Ja, okay. Hexendoktor wäre natürlich auch nicht so verkehrt. Mann, ich bin wirklich, wirklich, wirklich unentschlossen. Machen wir das jetzt aber erstmal so. Gut, von Razor werde ich mich jetzt auch schon mal trennen. Okay, drei Sterne, alles klar. Eieieiei, das könnte hier ein recht kurzes Vergnügen werden. Müssen wir mal gucken hier. Ich bräuchte 6 für 45% Ausweichchance, wobei ich leichtfüßig auch nicht als so stark einschätze. Auch nicht bei 75%, eben weil es nur eine Prozentzahl ist. Also nur eine Wahrscheinlichkeit. Gut, hier hätten wir Windhüterin, okay. Dann haben wir nochmal Prophet. Dann werde ich mir jetzt auf jeden Fall das Level holen. Und dich da mal mit reinwerfen. Klar, schon 4-2 Sternehelden. Uiuiuiui, das wird auf jeden Fall harter Tobak hier. Gut, wir sind gleich in Runde 9. Jetzt habe ich hier nochmal 8 Lebenspunkte verloren. Eieiei. Das sieht jetzt nicht so toll aus, aber okay. Ach, weißt du was, wisst ihr was? Ich packe dich mal rein. Dann haben wir ja auch schon die Hexenmeister-Allianz. Eine Zweier-Allianz davon. Und hier... Der Hexendoktor ist eigentlich ganz gut mit seiner Fähigkeit. Was die anderen hier so angeht. Puck. Okay, Kunkka. Wäre vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt. Ja. Dann haben wir noch eine Windhüterin. Ich mache das jetzt einfach mal so. Ich stelle euch einfach mal so hin. Dann habe ich hier jetzt zwar noch einen Krieger mit drin, aber okay, gut. Dich werde ich jetzt verkaufen. Dann breche ich das jetzt doch so ein bisschen übers Knie. Bei Anti-Mage ist halt das Problem, so früh im Spiel und nur mit einem Stern, der reißt dann nicht allzu viel. Das waren dann die nächsten 9 Lebenspunkte, die ich verloren habe. Ach ja. Gut, was haben wir denn hier? Das ist natürlich auch super. Ich habe jetzt sogar gar nicht die 3er-Allianz dafür.
Okay, das habe ich jetzt einfach. Da habe ich jetzt einfach gepennt. Das ist natürlich nicht so cool. Ich würde dann mal sagen, ich pack dich doch mal wieder damit rein. Und wir können hier einmal rerollen. Da haben wir eine Windhüterin. Dann holen wir uns das Level. Dann packen wir dich da noch mit rein. Dann machen wir das so. Also, zumindest habe ich jetzt hier die Creeps geschafft. Was wird denn da jetzt noch passen? Ja, Anti-Mage ist halt, wie gesagt, mit einem Stern nicht zu gebrauchen. Gut, ich könnte natürlich jetzt wieder den Troll mit reinnehmen. Was haben wir denn hier jetzt noch? Arkane Stiefel ist, glaube ich, gar nicht mal so eine schlechte Idee. Die gebe ich dann. Wem gebe ich die denn? Ich glaube, ich gebe die mal dir. Und dann. Da haben wir dich nochmal. Machen wir das so und. Ah, das ist halt gerade. Ich weiß gerade nicht, was ich als Frontline nehmen soll. Wobei, wenn man jetzt leichtfüßig nimmt, braucht man vielleicht auch gar keine Frontline so richtig. Aber da muss man schon, ja, mindestens eine 6er-Allianz haben, damit das sogar ein bisschen was taugt. So, jetzt gewinnen wir endlich mal. Wurde aber auch Zeit. Oder ich spiele es einfach doch mal ganz stumpf auf. Leichtfüßig. Auf Biegen und Brechen. Das müsste sogar, das wird sogar schon reichen, wenn ich jetzt noch drei von denen hätte. Das wird sogar passen. Dann hätten wir schon 6er Allianz davon. Gut, da haben wir noch mal Luna. Dann nehmen wir doch noch mal Luna und wisst ihr was? Ich mache das jetzt mal so. Dich, ja gut, dich lasse ich mal da vorne stehen. Und Moment. Wer fehlt denn jetzt noch? Du fehlst. Aber jetzt habe ich das Item nicht verteilt. So ein Schmarrn. Anti-Mage habe ich jetzt einfach da vorne mit hingepackt. Damit er ein bisschen als, ja, den Blocker spielt. Ah, das reicht noch nicht, aber das hätte was werden können. Ja, gut. Ich mache das jetzt hier auf Biegen und Brechen. Das solltet ihr mir auf keinen Fall nachmachen. Gut, dann werde ich dich jetzt auch mal verkaufen. Was die hier so angeht. Da haben wir eine Windhüterin. Dann können wir hier nochmal gucken. Das ist jetzt auch alles nicht so interessant. Verzauberin. Wäre vielleicht gar nicht mal so blöd. Schattenunhold. Ist auch relativ stark. Also. Oha. Eine Menge Krieger. Ja, das funktioniert so nicht. Ich glaube, ich sollte die mal ein bisschen anders dahinstellen. Das klappt mal überhaupt nicht. Und ich habe jetzt auch die Arkane Stiefel hier gar nicht wieder neu verteilt. Uah.
Ja. Ich bin voll bei der Sache. Okay. Dann packe ich euch vielleicht mal so ein bisschen mehr hier so hin. Dann machen wir das so. Da hätten wir einen Trendbeschützer. Der kommt mir doch schon recht gelegen. Dann kann ich dich nämlich mal dahin packen. Dich packen wir dahin. Verderben. Ja, nee. Und was die anderen hier angeht. Prophet, Luna. Alchemist, Disruptor. Ich hole mir mal hier den Disruptor. Dann werde ich dich, glaube ich, doch verkaufen. Dich brauche ich dann auch nicht mehr. Und ich muss immer nach wie vor noch die Stiefel wieder irgendwem geben. Läuft heute total. Die Frage ist nur, wem gebe ich die jetzt? Ich würde ja fast sagen, geben die mal dir. So, da haben wir noch eine Windhüterin. Drachenritter, nee. Was die anderen hier angeht, auch eher nicht. Wie sieht das denn eigentlich jetzt hier mit dem Schaden aus? Luna macht gar nicht mal so wenig Schaden. Und ich würde dann mal sagen, das gebe ich dann dir. Weil er der Baum sowieso ganz vorne steht, der kann auch das Mana gebrauchen. Anti-Mage ist ein bisschen eine Verschwendung, weil ja. Der reißt halt überhaupt nichts mit einem Stern. Uiuiuiui. Aber das sollten wir doch schaffen. Der macht zu wenig Schaden. Ach, hat gerade so geklappt. Reicht gerade noch so für die Creeps. Sieht jetzt eher nicht so toll aus. Heilige Reliquie. Gar nicht mal so verkehrt. Dann gebe ich die mal hier. Hier. Und ja, da haben wir noch einen Trendbeschützer. Ansonsten sieht das jetzt hier eher nicht so rosig aus. Ich schenke mir das jetzt mit Rerollen, auch wenn ich nur noch 40 Lebenspunkte habe. Mal gucken, ob das wirklich jetzt die beste Vorgehensweise ist. Ich habe ja eh nur 13 Gold, von daher. So viel springt dabei eh nicht raus. Gut, das schaffen wir jetzt aber. Endlich mal. Kann ja nicht sein, dass ich diese Krieger nicht platt bekomme. Der Baum da vorne macht schon wirklich einen Unterschied. Da haben wir noch einen Anti-Mage. Ich glaube, ich werde jetzt doch mal hier rerollen und mal gucken, ob da nicht noch irgendwas. Oh, einsamer Druide. Du wärst natürlich auch super. Das Problem ist nur, du hast 1500 Lebenspunkte, du hast 800. Na, euch kann ich jetzt nicht so wirklich austauschen, das ist das Problem. Ja, das war eine blöde Idee. Und dann verliere ich die wieder leichtfüßig 6er Allianz. Ha, gut, dann werde ich mich von dem hier erstmal wieder trennen. Ich bin heute so ein bisschen neben der Spur, so ein ganz bisschen.
Phantom Assassin, ja, bin ich absolut dafür. Ansonsten, ja, das ist wieder alles nicht so toll. Aber, ja, gut, ich kann jetzt hier nochmal gucken. Da haben wir einen Trendbeschützer, das ist schon mal super. Dann hat sich der Reroll auf jeden Fall gelohnt. Endlich. Baum mit 3 Sternen, da kann man doch nicht viel falsch machen. Geht doch. So, der Schaden. Phantom Assassin hat am meisten gemacht. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich Phantom Assassin vielleicht hier die heilige Reliquie gegeben habe. Das Problem ist nur, wenn Phantom Assassin sich ein bisschen blöd teleportiert und wird gefokust, dann kann sie damit auch nicht mehr allzu viel anfangen. Das ist so ein bisschen das Problem dahinter. Da haben wir nochmal Phantom Assassin. Oh, ich werde jetzt hier nochmal gucken. Da haben wir nochmal eine Windhüterin. Gut. Könnt jetzt sogar dich zum Beispiel rausnehmen. Ist vielleicht sogar erstmal besser. Dann machen die mehr Schaden. Ich hätte mir natürlich auch die Drachenallianz holen können. Das wäre natürlich auch noch so eine Option gewesen. Da habe ich wirklich gepennt. Und hatte ich ja mal die Chance, darauf einen Drachenritter zu kriegen. Das war easy. Ich hätte jetzt gern mal vielleicht noch einen Anti-Mage. Wäre das drin? Das ist so blöd, dass der noch immer auf einen Stern ist. Den habe ich hier, glaube ich, nur zur Zierde noch drin. Na okay, Trendbeschützer lasse ich jetzt mal. Den hole ich mir an der Stelle nicht. Gucken wir nochmal, da hätten wir noch einen Puck. Ja gut, dann machen wir das doch mal so. Da haben wir noch eine Windhüterin. Sieht ja gar nicht mal so blöd aus. Ja, das Problem kennen wir ja schon. Der mit seinem Enrage hier, das ist halt wirklich ein Problem. Gut, ich kann dich zum Beispiel auch mal dahin packen. Vielleicht springst du da mal woanders hin. Was euch hier so angeht, ja. War das alles nicht so toll. Gut, was hätten wir denn hier noch? Helm der Unsterblichkeit ist vielleicht... Ah, oh, das ist jetzt die Frage. Na, ich nehme mal das Wilderermesser und das gebe ich dann nämlich dir. Da haben wir nochmal Phantom Assassin. Da haben wir Myrana. Die ist auch gar nicht mal so verkehrt. Dann nehme ich hier mal Anti-Mage S raus. Ja gut, dass Myrana jetzt da oben so steht, ist nicht so praktisch, aber gut, sie kann dann halt auch noch zurückspringen. Ich bin noch nicht raus. Ich bin noch mittendrin. Gut. Disruptor halte ich mir so ein bisschen frei für später. Sollte ich nochmal auf sehr viele Magier treffen. Was die anderen so angeht. Schauen wir doch mal. Das ist jetzt ja auch alles nicht so toll. Okay.
Ja gut, ich könnte mir halt Omni-Ritter holen, dann hätten wir noch hier die Zweier-Ritter-Allianz, aber na, nee, ich spare jetzt. Ich muss wirklich noch ein bisschen sparen. Und bisher läuft's ja. Okay, das könnte jetzt hier ein bisschen problematisch werden. Das tut schon weh. Oh ja. Ja, das war knapp. Trotzdem war es knapp. Hat nicht geklappt, aber okay. Ich habe nur überhaupt keine Menschen. Von daher, war das mit dem Item hier so ein bisschen nicht so toll, würde ich mal sagen. Gut. Haben wir hier noch Hüter? Ja, das wäre halt super für Magier. Ah, okay, gucken wir nochmal. Was haben wir denn hier noch so? Alles nur Blödsinn. Gut. Dann werfen wir dich da noch mit rein. Oh, hier werde ich auch abgefrühstückt. Ha, nicht so optimal. Okay. Gut, ich werde das doch jetzt noch mal ein bisschen anders machen. Ich pack dich da noch mit rein. Euch werde ich mal so ein bisschen hier hinpacken. Dich packe ich mal dahin. Dich packe ich dahin. Dich packe ich dann noch dahin. Dann stelle ich die mal so hin. Da hätten wir noch einen Trendbeschützer, auf den kann ich aber ganz gut verzichten, soweit. Ja klar, jetzt wären da noch zwei Hexendoktoren gewesen. Gut, damit kann ich jetzt auch nicht allzu viel anfangen. Na gut, die eine packe ich dann da mal hin. I was born into war. If my time comes, so be it. 3 Sterne Razor, oh, 3 Sterne Anti-Mage. Jetzt weiß ich, wo die Anti-Mages hin sind. Aua! Aber, oh Gott, oh, das war so knapp. Es war ja so bitter. Ach, verflixt. Ja gut, jetzt werde ich hier alles raushauen, was irgendwie noch so raus kann. Und das Raptor kann ich dann im Prinzip auch verkaufen. Dann habe ich zumindest noch ein bisschen mehr Gold. Jetzt habe ich hier noch einen Anti-Mage, natürlich. Gut, dich werde ich mal verticken. Dann gucken wir mal. Da wäre noch ein Anti-Mage, aber ich möchte da jetzt nicht unbedingt irgendwie noch rauswerfen. Und was die anderen hier so angeht. Ja gut, das ist halt auch nicht so toll. Ja, Windhüterin. Suboptimal. Gut, wir bräuchten noch eine. Dann hätten wir eine 3-Sterne Windhüterin. Dann würde ich ihr auch das Damage-Item geben mit den 60 Schaden. Ja, das ist so wie ich mir das gedacht habe, funktioniert das gerade jetzt hier nicht so richtig. So viel zum Thema auf Biegen und Brechen, irgendwas zeigen wollen oder umsetzen wollen. Auch zu viel Gold ausgegeben. Zauberimmun, Abklingzeitenreduktion. Oh, da bin ich jetzt. Puh, was nehme ich denn hier? Ich nehme mal hier. Damit kann man eigentlich nicht so viel verkehrt machen. Und was das angeht, werde ich jetzt mal. Das werde ich. Wem gebe ich das denn jetzt? Ich glaube, ich gebe das mal dir.
Das gebe ich dann mal dir. Moment, du hast Cooldown von jetzt 3 Sekunden. Okay. Hätte das natürlich auch Mirana geben können. Eieiei. Nee. Gut, das war ja mal der totale Reinfall. Okay. Nächstes Mal wieder. Nächstes Mal mache ich das wieder vernünftig. Hat sich jetzt auch nicht unbedingt so angeboten mit leichtfüßig. Ich glaube, mit anderen Sachen hätte ich da schneller Helden aufgelevelt bekommen. Ah, aber ich wollte das unbedingt machen. So, 6. Platz, 11 gewonnene Runden, yay. 143.739 Schaden, 167 verdientes Gold. Okay, das lassen wir mal unter ferner Liefen laufen. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war's erstmal wieder von mir und bis bald.